so wie ich das überblicke oder so ein bisschen über lange Zeit ein bisschen mitverfolgt habe, ein bisschen zumindest, sind hier die AfD genauso wie Frau Wagenknecht pro Putin. Also irgendwie sind bei denen immer die Amerikaner irgendwie die Bösen und Putin ist irgendwie der Gute und man muss ihn unterstützen und er wird da zu Recht verurteilt. Jetzt ist natürlich das Problem, ne? Weil Putin ist pro Hamas. Da frage ich mich, wie reagiert jetzt die AfD und wie reagiert Sahra Wagenknecht? Denn Putin ist auf der Seite der Hamas. In der vergangenen Woche hat er eine Hamas-Delegation empfangen bei sich in Moskau. Und er hat auch schon vorher Unterstützung zugesagt, also seinen Support, sag ich mal. Und er ist voll auf der Seite der Hamas, weil Israel wird ja von den Amerikanern unterstützt und da muss er natürlich den Gegenpol bilden. Aber Russland, auch früher die Sowjetunion, war immer gegen Israel. In der Zwischenzeit hat sich auch Putin, natürlich der sich mit dem Iran sehr gut versteht, mit den Leuten getroffen, mit den Chinesen, die da auch momentan offenbar etwas gegen Israel agieren, weil natürlich wieder die Amerikaner im Spiel sind auf israelischer Seite. Und wie gesagt, in der vergangenen Woche hat sich Putin mit einer Hamas-Delegation getroffen. Ja, ist gut Freund mit denen. Und er hat dieser Delegation auch eine Liste, eine Namensliste übergeben. Denn einige der nach Gaza verschleppten Israelis haben wohl auch die russische Staatsbürgerschaft. Und dass da die Hamas diese Russen eben freilässt. Aber wie gesagt, es ist natürlich ein Dilemma, ne? Weder die AfD und Frau Wagenknecht können sich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie die Stimmung dazu in Deutschland ist oder wie deren Meinung ist zum 7. Oktober, was die Hamas da veranstaltet hat, Massaker und so. Ich kann jetzt nicht sagen, ich weiß es echt nicht, vielleicht kann mir jemand einen Kommentar schreiben, ob die AfD sich oder auch Frau Wagenknecht, ob die sich offen gegen also dieses Hamas-Massaker verurteilen. Und ob die sich irgendwie auf die Seite Israels stellen, neutral bleiben oder vielleicht irgendwie doch zur Hamas, weil Putin ist ja Hamas. Er hat sich ja auf deren Seite gestellt. Wäre ich mal gespannt auf irgendwelche Meinungen, wie sich da denn jetzt die AfD verhält. Denn es wird ja ständig Putin propagandiert und verehrt und alles Mögliche. Also das wäre mal interessant zu wissen. Was mir aufgefallen ist, dass natürlich jetzt wieder einige Schwurbler zum Vorschein kommen, das hatte ich ja schon gesagt. Und bei diesen Schwurblern meine ich jetzt Deutsche ohne Migrationshintergrund, Deutsche, die keine Moslems sind und halt Deutsche sind seit Generationen, nehme ich mal an. Die teilweise auf YouTube große Kanäle haben und immer so, ja, AfD sind oder sich zumindest gegen die Ampelregierung aussprechen, also richtig drastisch und so. Was mich immer daran stört ist, also ich habe da mal so ein bisschen durchgeschaut, aber was mich immer daran stört ist, dass das so ein bisschen blöd aufgezogen ist, sage ich mal. Die nehmen dann immer irgendwelche Schlagzeilen aus deutschen Zeitungen und sagen kurz ihre Meinung dazu. Also die hauen da teilweise auch mehrere Videos an einem Tag raus, immer so 7 oder 8 Minuten. Und dann haben die immer irgendwelche Schlagzeilen aus deutschen Medien und gehen darauf ein und sagen, wie doof die Regierung ist. Also brauche ich gar nicht hinklicken. Ich weiß ja, was kommt, ne? Und diese Leute oder einige davon haben sich so ein bisschen jetzt auf Israel eingeschossen und sind auch auf der Seite der Palästinenser. Also sie propagandieren die AfD. Frau Wagenknecht vielleicht ein bisschen weniger, aber die AfD auf ihren YouTube-Kanälen. Und sie haben sich jetzt so ausgesprochen, dass
die Juden ja irgendwie schon selber Schuld haben. Ne? Also die Israelis, dass da die Palästinenser und so, denen gehört das ganze Land und Juden sind da. Ne? Und überhaupt Juden und wie sie sich benehmen und sind halt Juden. Ne? Und Finanzjudentum und Amerika und beherrschen die ganze Welt. Also so eine Art kennt man ja. Das wird jetzt so ein bisschen propagandiert. Und es gibt darunter sehr, sehr viele Kommentare dieser Abonnenten. Und ich finde, vielleicht kann man mich da korrigieren, aber ich finde, dass sich in Deutschland schon eine, ja, nicht wenige Leute, sag ich mal, gegen Israel aussprechen. Ich meine jetzt Deutsche. Ich meine jetzt keine Migranten oder Muslime oder so. Ich meine jetzt Deutsche. Und dass die sich da schon dagegen aussprechen. Und dann heißt es immer in den Kommentaren bei diesen YouTubern, heißt es da, ja, ist ja schön, dass du das mal aussprichst, so für die Palästinenser, weil in Deutschland darf man das ja eben nicht sagen, da wird ja alles verurteilt, was nicht für Israel ist und so, aber man muss ja schon die Wahrheit sagen für die Palästinenser und das denen alles gehört und die bringen halt Juden um, na okay, ne? Die setzen sich halt da so ein bisschen zur Wehr und das darf man ja eben in Deutschland wieder nicht aussprechen. Die Wahrheit sozusagen. Und also das fällt mir schon zurzeit auf, also dass ich da auf deutscher Seite, ich sag mal, man sagt ja jetzt Bio-Deutsche oder so, dass sich da schon eine gewisse Anzahl auf die Seite der Hamas stellt. Wobei man ja immer Hamas und Palästinenser so ein bisschen unterscheiden muss. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Im Gazastreifen irgendwie schon, aber sonst nicht immer. Natürlich werden da wieder historische Fakten verdreht und weiß ich nicht, der eine redet dem anderen was nach und keiner hat irgendwie eine Ahnung. Diese YouTuber haben auch keine Ahnung, die haben überhaupt keine Ahnung, von was sie da reden. Die machen dann halt wieder irgendwelche so eine Schwurbel-Ideologien und so, das kennt man ja alles schon. Na okay, ist nicht nur in Deutschland so, ist auch woanders so, auch in den USA. Aber es sind da schon einige Leute, einige Deutsche, die schon pro Palästina sind, obwohl sie eigentlich gar nicht wissen, von was sie da jetzt genau reden, aber die halt gegen Juden sind, ich würde mal sagen gegen Juden auch in Deutschland, nicht nur Israel, und die sowieso dann gegen Israel sind. Und ich sage jetzt nicht, dass die AfD jetzt unbedingt was damit zu tun hat. Vielleicht so ein bisschen schon, gewisse Teile der AfD vielleicht. Aber ich würde jetzt nicht der ganzen AfD irgendwas unterstellen, obwohl sie ja pro Putin sind. Und Putin ist ja pro Hamas. Aber man kann nicht in Deutschland sagen, dass die Leute jetzt, die, weiß ich nicht, irgendwelche Parolen gegen Israel, gegen Juden oder so rumschreien und da Demos veranstalten und sowas, dass das jetzt alles nur muslimische Antisemiten sind und mit denen hat Deutschland gar nichts zu tun. Es gibt auf deutscher Seite auch sehr, sehr viele Leute mit diesem Gedankengut, obwohl die jetzt nicht unbedingt an diesen Demos teilnehmen, aber es gibt schon meiner Meinung nach recht viele Leute, die sich jetzt nicht so offen zeigen, weil sie sagen ja in diesen YouTube-Kommentaren, und das sind nicht wenige, dass man in Deutschland eben so Sachen gegen Israel nicht sagen darf, sonst ist man da wieder rechts oder Antisemit oder so, und das wäre man ja gar nicht, man würde ja nur kritisieren. Was man dann allerdings kritisiert und was man dann auflistet, ist antisemitisch unter dem Deckmäntelchen der Kritik. Aber es gibt da schon einige Leute auf deutscher Seite, die genauso sind. Und viele sagen dann auch, und das ist interessant, und vor allem auch jüngere Leute, also dabei halt handelt es sich jetzt nicht unbedingt um ältere Leute, das sind so Leute, sag ich mal, in die 20, 30, 40, schätze ich jetzt mal, und die sagen, dass ihre Einstellung daher kommt, dass sie jahrelang bombardiert worden sind mit
Ja, sie müssen sich schuldig fühlen wegen Holocaust und solche Sachen. Und dann sagen sie, damit haben sie ja gar nichts zu tun gehabt. Sie sind ja danach geboren. Und warum sie da jetzt unbedingt da sich schuldig fühlen müssen oder irgendwelche Verantwortung. Es geht ja eigentlich nicht um schuldig fühlen. Es geht ja um eine gewisse Verantwortung zu übernehmen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Und das hat ja nichts mit schuldig sein zu tun. Aber viele fühlen sich da so, als ob sie da irgendwie so ja, unterdrückt werden, dass sie sich jetzt doch schuldig fühlen müssen, dass sie jetzt nicht auf Deutschland stolz sein können, weil Deutschland hat halt diese Vergangenheit und dass man nicht stolz sein kann, ein Deutscher zu sein und all solche Sachen und dass man halt ständig auch in der Vergangenheit von Medien bombardiert wird mit, du musst jetzt für Israel sein, weil wegen dem Holocaust und so. Und da haben wir so eine Verantwortung und all solche Sachen. Und da fühlen sich viele Leute gestört von. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich in Deutschland gelebt habe, was ja schon sehr lange her ist, da habe ich auch solche Leute getroffen. Die haben zu mir gesagt, auch bei mir in der Schule, die haben zu mir gesagt, was habe ich jetzt damit zu tun? Das sind ja die alten Leute, die haben das alle gemacht, ne? Und ich habe damit nichts zu tun, ich bin ja danach. Und dann soll man mich neben ganzen Scheiß mal in Ruhe lassen. Also so habe ich das zu meiner deutschen Zeit in den 80ern auch, ja, in den 80ern war das schon, so also haben viele Leute schon geredet. Weil die fanden das irgendwie nervig, dass da irgendwelche, ja, Holocaust-Sendungen und Dokumentarfilme und bla 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 und alles immer so kam, da fühlten die sich total genervt. Ja, wenn ich mich genervt fühle, dann schaue ich mir das halt nicht an. Aber okay. Aber es tut sich da schon einiges in Deutschland auf. Und diesen Leuten muss man echt sagen, dass sie gar nicht wissen, mit wen sie da unterstützen. Mit Hamas und Iran und allem. Leute, glaubt ihr, die wollen euch? Die sind froh, dass ihr nur unterstützt? Die wollen euch genauso wenig. Und euch geht es auch noch an den Kragen. Ja, und dann steht ihr da, ne? Dann, jo, ich habe dich doch unterstützt, warum tust du mir das jetzt an? Das ist diesen Leuten egal. Wenn da einer, oder ihr seht ja schon überhaupt das Ganze, was sich in Deutschland tut. Und ich sage mal, das ist erst der Anfang. Und es geht ja nicht nur um den Nahostkonflikt oder irgendwas oder um den Krieg hier. Ihr habt ja da Leute importiert, die ihre eigenen Konflikte austragen. Und das sind ja Afghanistan und Syrer und was weiß ich alles mögliche, Afrikaner. Da gibt es ja ganz viele Konflikte zwischen denen zum Austragen auf europäischem Boden. Das ist ja nicht nur der Nahostkonflikt. Und wenn ich da irgendwie so rumschwurbele auf YouTube, also diese großen YouTuber, jetzt nennen da keine Namen, ne, aber viele kennen das ja, dann haben die da irgendwelche, was die da verbreiten, das ist unglaublich über Israel oder Judentum, diese eine Tussi da. Er hatte da einen Typen, der hat über Judentum geredet. Ich habe mir das gar nicht angehört. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen, wusste ich, was er gesagt hat. Alle haben zugestimmt. Ja, alle scheiße Juden und so, ne? Ist ja schön, dass einer mal die Wahrheit sagt. Man darf hier in Deutschland nichts mehr sagen zurzeit und so. Und solches Gedankengut wird dann verbreitet. Na gut, wer da normal denkt, der schaut sich so einen Schwachsinn nicht an. Aber es gibt halt sehr, sehr viele, die tun das. Und da hast du mal locker 150.000 Klicks und so und alles Mögliche. Und so werden natürlich Leute irgendwie auch in die Irre geführt von dem, was sich eigentlich abspielt. Die meisten Leute von denen waren ja noch nicht mal hier. In Israel meine ich. Und wenn sie hier sind, dann machen sie auch nur ihr Touristenprogramm und hauen dann wieder ab. Und meinen dann hier die Experten. Ne? Aber es ist schon, ich finde schon erschreckend, also was sich da so in Deutschland so unterm Teppich so ein bisschen gekehrt schon so tut. Also es ist schon so und das sind so die Gründe, was ich jetzt aufgezählt habe und so, also was ich so sehe. Wenn ihr da was anderes seht, könnt ihr mich das gerne wissen lassen in den Kommentaren. Ansonsten, ja, würde mich mal interessieren, was AfD und Frau Wagenknecht jetzt denken. Wenn sie Putin komplett unterstützen und ihn als den Superstar ansehen, aber dieser gleichzeitig die Hamas unterstützt und gegen Israel einwirken will, zusammen mit dem Iran und China. Okay, das war's auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuhören und
Bis zum nächsten Mal dann.